Ich habe meine alten Topmodel-Hefte gefunden und die werden wir zusammen anschauen und bewerten. Man sieht, das war richtig mein Ding. Und es war wirklich mein kreativer Höhepunkt. Ich konnte nie wieder so gut zeichnen, wie ich es mit 10, 11 konnte, als ich Topmodels gezeichnet habe. Also jetzt im Ernst, warte, wir machen einfach mal dieses hier auf. Am Anfang waren nämlich immer die besten. Junge, das hier ist respektlos gut. Darf man so gut sein? Nein. Sowas würde ich heutzutage nicht mehr hinbekommen. Das hier war, glaube ich, von so einem Phönix inspiriert. Ich habe immer mega viel Inspiration von so Büchern genommen. Hier genauso, das war von so einem Buch inspiriert. Das war ein bisschen wie Warrior Cats, aber mit so Eulen. Hier wollte ich noch einfach mal was mit einer Message machen. Einfach mal kurz Patriarchat und Werbung auseinandergenommen. Oh, das hier finde ich richtig süß. Einfach das Ende des Regenbogens. Und hier, guck mal, sind solche kleinen Kobolde in den Wolken drin. Ich habe dann sogar einmal einen Wettbewerb gewonnen. Meine Zeichnung wurde dann in so einem Magazin von Topmodel einfach abgedruckt. Schreibt mal einen Kommentar, wenn es euch interessiert, dann mache ich Part 2.